Hallo und so willkommen zu einer weiteren Folge vom Lutschis für Februar 2023. Und ich sollte mir auch die Schere schon mal holen. Das wäre schön, damit man dich nicht vorbeugen muss, während man das aufzeichnet. Vielleicht jetzt nicht schneide. So, dann würde ich mal sagen, fangen wir auch direkt gleich mal an mit dem erstmal aufmachen. Damit wir da erstmal das Ganze aufmachen. Ihr hört's, glaube ich. So. Dann würde ich mal sagen, ist natürlich wie immer als erstes ein T-Shirt. Wie immer in XL-Format. Und das mache ich auch gleich mal auf. Und schauen mal, was das ist, themenmäßig, was das T-Shirt um. Okay. So, ich habe extra so gemacht, damit das ein Spiegel verkehrt gezeigt wird. Viking, sehe ich das richtig? Ja. Viking, okay. Der Tag der Wikinger. Tag der Wikinger. Okay. Da haben wir das T-Shirt. Wahrscheinlich auch gleich wieder voll ist, voller Katzenhaare. Ja, war ja klar. Das ist wie immer so. Gut, als nächstes schauen wir mal, was wir dann noch haben. Wir haben ein Pin zum Anpin irgendwie, dann Star Wars, Yoda. Schön an der Kamera ist, er hat keinen Fokus. Das heißt, der hat alles dann alles auf. Also dementsprechend dieses blöde unscharf und scharf, das entfällt. Okay, extra noch Disney Plus hinten. So, als nächstes bitte. Was haben wir denn hier? Die Zeitmaschine, da ist auch geklebt. Das bedeutet, man kann die Tür und so weiter aufmachen. Back to the Future. Wer kennt's nicht? Vergesst mal, dass die Kamera da ist. Wer kennt's nicht? Und da sieht man jetzt nicht so ganz. Da ist ein Klebeband drumherum, wo scheinbar dann auch die Tür aufgeht. Ab 8 Jahren plus. Hergestellt in China. Klar. So. Okay, interessant. Was haben wir noch? Wir haben LOL. Da haben wir Darius aus LOL. Eine Champion-Kollektion. Edition. Okay. Sag ich mal. Da haben wir Darius aus League of Legends. Thank you.
Aber hinten ist jetzt nicht so irgendwie, was noch so alles in der Kollektion gehört. Das ist tatsächlich nur er. Da müsste man wahrscheinlich auf spinmaster.com wahrscheinlich gehen. Was steht denn hier Deutsch? Die Hand von Noxus. Darius, der gefürchteste und am Kampf erprobteste Kommandant der Nation, führt die Trifarianische Legion. Wer sich gegen ihn stellt, wird erbarmungslos niedergestreckt. Ist der, das ist von 2001. Sorry, 2021, nicht von 2001. 2021. Ist der immer noch so stark? Ich spiele das schon Ewigkeiten nicht mehr. Ich spiele nur TFT. Und in TFT ist der, glaube ich, nicht so stark. ja, je nachdem, wie man es kombiniert. So. Dann haben wir ein Airfreshener. Ich will nicht wissen, wonach das riecht. Entweder riecht das nach Fallout oder, keine Ahnung, nach... Man riecht doch gar keine Strahlen, ne? Keine Atomstrahlen. Merkt man ja nur, ne? Ich möchte gerne wissen, was das riecht. Mal gucken, ob man es durchriechen kann. So, das steht da sogar. Vanille. Bin blind. Das steht da sogar. Warnung. Stellen Sie die Luft, die Lufterfrischer nicht in direkten Kontakt mit Ihren Armaturenbrett oder anderen Oberflächen. Lufterfrischer sollten nur an der Schnur hängen. Nach der Handhabung Hände gründlich waschen. Außerhalb Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Ja, dann darf ich das zum Beispiel nicht aufmachen. Ich habe hier eine Katze. Ähnlich wie ein Kind. Nur schlimmer. Glaube ich. Ich habe keine. So. Was haben wir denn hier? Wir haben noch Werbung. Die finanziert. Oh, da kommt jetzt ein bisschen mehr Werbung tatsächlich dazu. Ich vermute mal, das wird so ein bisschen refinanziert. Die perfekte Mischung aus Date Night und Escape Room. Ich mache mal ein bisschen Werbung. Blurti.de. Starte mit einem kostenlosen Testabenteuer. Okay. Also das ist eigentlich im Endeffekt ein bisschen Werbung. Könnt ihr mal reingucken. So, dann dementsprechend noch eine Karte. Also, Postkarte. Ne? So, und dann war es das auch schon. Jetzt gucken wir doch mal, was denn die Plus ist in diesem Fall. Was für die Plus ist. Ah, okay. Also, die LOL-Figur gibt es tatsächlich noch mehrere. Marktpreis übrigens 10 Euro. Ich habe jetzt nur Darius erwischt. Ich hätte doch lieber jemand anderes erwischt. Aber wer weiß, vielleicht. Also Jinx hätte ich vielleicht mal gerne erwischt, aber na gut. Schauen wir mal, was dann vielleicht nächsten Monat so kommt, wenn das gut ankommt. Vielleicht machen die ja noch ein paar rein. Aber ich vermute, dass das so Überbleibsel sind. Und dann wird es eingekauft entsprechend. Und Darius dann nicht so beliebt ist vielleicht. Das weiß man nicht.
Aber sonst war alles klar und deutlich, was ist. Deshalb brauche ich da nicht großartig... Ah, okay. Es gibt den Erfrischer, der Lufterfrischer, gibt es auch als Nuke Cola tatsächlich. Natürlich jetzt den anderen erwischt, wie ihr gesehen habt. Also der könnte dementsprechend vielleicht bei euch drin sein. Oder vielleicht auch eine andere Figur. Schaut mal in den Kommentaren unten mal rein. Weil das ja scheinbar wirklich Zufallsprinzip ist, was da reinkommt. Die hauen das rein, bam, 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 und dann recht damit. Und das kann natürlich auch sein, dass ihr auch andere Figuren bekommen habt, für die Plus-Version haben. Und schreibt das mal in den Kommentaren mal rein. Das würde mich mal tatsächlich interessieren, wie das bei euch ist. Genau. So. Das war's auch schon. Ich will es auch gar nicht so lange halten diese YouTube-Videos. Wie man gemerkt hat, bin ich auch ein bisschen schneller als sonst und laber nicht so viel, weil ich einfach kürzere Videos haben will, damit ihr das im Endeffekt auch nicht so lang habt. Und deshalb machen wir das nämlich auch etwas kürzer dann. So, das war's für heute und für diesen Monat für die Lutschis. Seid dann beim nächsten Mal dabei im März. Mal gucken, was da so drin sein wird. Nochmal zu zeigen, es ist leer. Ich enthalte euch nichts vor. So, und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann auf jeden Fall dann beim nächsten Mal bei Lootschießt und wünsche bis dahin viel Spaß und schreibt in den Kommentaren, lasst ein Like da, abonniert, immer alles klick klick machen. Also bis dann, tschüss.